Herzlich willkommen zu diesem Video von Gottes Haus. Hallo. Mit diesem Video wollen wir eine Stellungnahme an die Freunde und Geschwister unter uns weitergeben, die einen Gebets- und Fastenaufruf, den wir am 15.11. Ja. 2020 herausgegeben haben, weitergeleitet haben, ihn Freunden und Bekannten zugeschickt haben und die dadurch in eine heftige Kritik, in heftige Zurückweisung gekommen sind. Mit dieser Stellungnahme wollen wir bestimmte Dinge, die gesagt wurden, geschrieben wurden, wir wollen das einfach ein bisschen beleuchten, damit ihr etwas in der Hand habt. Der Fasten- und Gebetsaufruf war geplant für den Buß- und Bettag am 18.11. Und was uns ganz besonders gesegnet hat, das war diese Losung für diesen Tag, die rausgegeben wurde. Ja. Die lese ich euch nochmal vor. Da heißt es: Herr unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du. Aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Das kannst du lesen in Jesaja 26, Vers 13. Und der Lehrtext, der dazu rausgegeben wurde, der steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29 und heißt: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Halleluja. Das war eine Losung und ein Lehrtext, der nicht treffender, genauer, passender für diesen Buß- und Bettag in diesem Jahr 2020 hätte sein können. Hätte nicht besser passen können. Genau. Unser Gebet und Fastenaufruf war eigentlich wirklich auch so gedacht, dass wir uns als gläubige Kinder Gottes ins Gebet stellen und vielleicht der eine oder andere, der mitgefastet hat, wir danken euch sehr, sehr herzlich dafür. Ja, also erstmal, es war ein Gebetsaufruf. Ja, genau. Bei manchen der Reaktionen hat man eher den Eindruck, wir hätten zum Sturz der Regierung aufgerufen. Ja, also die Reaktionen waren teilweise überzogen, manche fast hysterisch. Und dann auch einiges, was verletzend ist. Und das ist eigentlich der Punkt auch für das Video, weil manche von euch, die das Video weitergeleitet haben, die haben auf einmal genau solche Reaktionen, solchen Gegenwind, solche Beleidigungen erfahren. Und für euch machen wir dieses Video, einfach damit ihr ein bisschen wisst, wie man damit umgehen kann oder wie die Situation aussieht. So, eine Einladung zum Gebet. Zuerst einmal richtete sie sich an die Menschen, mit denen wir verbunden sind. Genau. Die Leute, die unsere Predigten, unsere Videos anschauen, das sind so zwischen 3.000, 4.000, 5.000 Leute und für die war das gedacht. Und dann ging das rund und hat so eine gewisse Dynamik entwickelt. Genau, das sind wahrscheinlich die Leute, die es auch weitergeleitet haben, die hinter Nachrichten ein Fragezeichen machen, die in dem Mainstream eine Empfindung haben, dass man vielleicht nochmal drüber nachdenken muss oder vielleicht nicht alles so mediengläubig hinnehmen kann. Und das war etwas, was uns sehr, sehr beeindruckt hat, dass da einige doch wirklich auch in diesem Verständnis dieses Video weitergegeben haben. Wir wissen, dass es Leute gibt, die sind so mediengläubig, regierungsgläubig, pandemiegläubig, dass schon der kleinste andere Sichtweise für sie fast bedrohlich ist, gefährlich ist, zu bekämpfen ist, verwerflich ist und die reagieren mitunter sehr scharf, also um nicht zu sagen zu scharf. Nun ist es so, wir sind keine Diplomaten, die jedes Wort also jonglieren. Ja. Wir sind auch keine Juristen, die jedes Wort fünfmal auf die Goldwaage legen und damit arbeiten, sondern wir sind keine Amtsdeutsch-Leute oder sowas, die sich in diesem Amtsdeutsch bewegen. Wir sind einfach Leute mit dem Herz und wir haben das Herz auf der Zunge. Und uns geht es um den Bau des Reiches Gottes, nicht wahr? Wir sind vielleicht ein bisschen feurig. Also ich finde, ein Gebetsaufruf oder Fastenaufruf, der darf auch emotional sein und der darf feurig sein, weil er unsere Emotionen getragen hat, eben in dem Bedenken,
dieser ganzen Geschichte, ja, die da eigentlich das Thema gewesen ist. Ja, aber es gab Leute, denen war das einfach zu emotional, denen, ja, war das nicht juristisch fein genug. Das war denen zu laienhaft oder, ja, eben einfach zu direkt. Ja. Für uns war es so, dass es da um tatsächlich Basiswerte unserer Demokratie ging, die zur Disposition gestellt wurden. Unantastbare Grundrechte nach unserem, ja, Verständnis, und dass da unter dieser Situation der Pandemie auf einmal eben da an etwas Hand gelegt wird, was das Fundament unseres Staates einfach ist. Genau. Ich denke, diese Grundrechte, die es ja in dem Sinne zu verteidigen gibt, das sind keine Geschenke, die uns die jetzige oder die vorige Regierung gemacht hat, sondern dafür sind die Grundväter unserer Demokratie aufgestanden. Sie haben diese Rechte festgeschrieben in ein Gesetzesbuch, und die sind nicht zu veräußern. Und das ist etwas, wo wir wirklich auch mitstehen wollten, ja, und wo wir uns angeschlossen haben als an viele, viele, viele Menschen in unserem Land und weit darüber hinaus, die dieses Grundgesetz als sehr wichtig für uns und unser Land, für unsere Kinder und die Generationen, die kommen und waren, gesehen haben. Ja. Wir hatten viele, auch die vom Ausland uns unterstützt haben in dieser Gebets- und Fastenzeit für unser Land. Amen. Also das sind Leute, die nicht hier leben. Ja, aber sondern, fast international auch. Ja, aber sie haben sich das aufs Herz genommen, haben, ja, gesagt, geschrieben, wir beten für euch, wir beten für Deutschland. Und das hat mich total ermutigt. Ich bin euch so, so, so dankbar. Mit Abstand, also mit riesigem Abstand, vielleicht 3/4 der Kommentare und der, ja, Mails waren auch super positiv. Ja. Die haben gedacht, jawohl, das sehen das wir stimmt. genauso, wir stehen mit, ja, euch, wir gehen da weiter. Also es ist nicht so, dass da nur Kritik war oder nur, ja, Geschimpfe war. Ganze Gemeinden haben sich dahinter gestellt, haben stimmt. gesagt, jawohl, das, ja, greifen wir auf. Wir haben positive Rückmeldungen von Pastoren bekommen, von Werksleitern, ja, bekommen, die gesagt haben, genau so sehen wir es. Aber, ja, es gab eben auch einige, die es anders gesehen haben und das teilweise, genau, etwas verbal nicht sehr freundlich versucht haben zu vermitteln. Es gab auch nette Mails, aber das ist eben jetzt hier genau der Punkt, weshalb wir dieses, ja, Video machen. Genau. Mit diesen Rückmeldungen und mit diesen positiven Rückmeldungen wollen wir weitergehen, denn das hat uns gezeigt, dass wir mit unserer kritischen Ansicht jetzt nicht alleine dagestanden haben, sondern dass wirklich viele, viele, ja, an unserer Seite standen, an unserer Seite kamen und uns unterstützt haben. Ja, und das auch ähnlich in vielen Kreisen und von vielen Leuten, ja, so gesehen worden ist. Es ist ja nicht so, dass wir allein sind mit unserer, genau, Sichtweise. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie einen einsamen Posten haben und irgendwie einen Gebetsaufruf, ja, machen, wo jeder sagt, ey, was ist denn das für ein schräges Zeug? Genau. Nein, und da möchten wir dir ein paar Sachen einfach dazu, genau, weitergeben. Martin, du willst jetzt uns da ein bisschen, ja, noch weiterhelfen. Ich werde hier mal ein paar Sachen vortragen. Genau. Genau. Bis später. So, da haben wir beispielsweise hier zunächst einmal am Montag, den 16.11., also das ist 2 Tage vor der besagten Abstimmung, ein Zitat von Anwälte für Aufklärung. Alle Sachen, die jetzt hier vorgetragen werden, das ist unten in der Erklärung auch verlinkt, wenn du dich da weiter mit beschäftigen willst oder da sehen willst, wo das herkommt. Die Anwälte für Aufklärung sagen, alle Corona-Maßnahmen seit März 2020 waren verfassungswidrig. Sie wurden eingeführt, ohne dass die höchste Gewalt im demokratischen Rechtsstaat und der Vertreter des Souveräns, der Deutsche Bundestag, über die Maßnahmen, ihren Umfang und ihre Dauer auch nur mitbestimmt hat. Stattdessen haben die Bundesregierung und die Landesregierung drastische Maßnahmen ergriffen, die das Leben der gesamten Bevölkerung massiv verändert und in einem Umfang umgestaltet haben, dass man nur noch von der Verhängung eines Ausnahmezustandes sprechen kann. Fast alle Grundrechte, die vom Grundgesetz als ihrem Wesensgehalt nach unverletzlich ausgestaltet sind, wurden flächendeckend eingeschränkt. Das bisherige Infektionsschutzgesetz hat ausdrücklich und unmissverständlich festgelegt, dass nur Kranke, Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige zur Infektionsbekämpfung staatlichen Maßnahmen ausgesetzt werden dürfen.
die mit Grundrechtsbeeinträchtigungen verbunden sind. Dennoch haben Bundesregierung, Landesregierung grundrechtsverletzende Maßnahmen vor allem gegen die gesunde Gesamtbevölkerung gerichtet. Dabei handelt es sich um die schwerste Gesetz- und Verfassungsverletzung in der Geschichte der Bundesrepublik. Knapp 60 Anwälte, die das unterschrieben haben. Eine Gruppe von Ärzten hat am 9. November, also ein paar Tage vorher, Folgendes verlauten lassen. Wir sind Ärzte und Therapeuten, die seit dem Auftreten der SARS-CoV-2 mit zunehmender Sorge beobachten, wie Pandemieangst und Panik zu immer skurrileren Maßnahmen und Eingriffen in unsere Rechte und persönliche Freiheit führt. Nach der anfänglich verständlichen Sorge und den folgenschweren Maßnahmen bleibt bislang leider das Wichtigste auf der Strecke. Wissenschaftlicher Diskurs und offene Debatten, Rückschau halten, Fehler suchen, entdecken, zugeben und korrigieren. Wir wollen und können nicht mehr zusehen, wie unter dem Deckmantel einer epidemischen Lage nationaler Tragweite und der vorgegebenen Sorge um Gesundheit und Sicherheit jegliche Grundlagen für Gesundheit und Sicherheit zerstört werden. Wir stehen auf und fordern die Regierung und Wissenschaftler aller Länder auf, sich endlich einem wissenschaftlichen Diskurs zu stellen, statt blind vor Angst auf einen Abgrund wirtschaftlicher, humaner und persönlicher Art zuzulaufen und sich mit Notstandsgesetzen, in Anführungsstrichen, die auf unbestimmt verlängert werden, dauerhaft Macht zu sichern. Mit Sorge beobachten wir, wie fast alle Medien unkritisch dieselbe Meinung wiederholen und quasi gleichgeschaltet auf allen Kanälen und in allen Zeitungen die politisch verordnete Panik und Angstmache zelebrieren. Das wurde von ca. 300 Ärzten unterschrieben. Um dem Vorwurf, dass das, was wir gemacht hätten, rechtsradikal sei, was uns erstaunlich oft vorgeworfen worden ist, um dem jetzt leicht zu umgehen, zitiere ich jetzt was von den Linken. Okay? Und das wurde am Montag veröffentlicht, am 16.11. Schärfste Maßnahmen seit Bestehen des Grundgesetzes werden durchgepeitscht. Wir erleben die schärfsten grundrechtsintensiven Maßnahmen seit Bestehen des Grundgesetzes und die Koalitionsfraktionen betreiben trotzdem weiter politisch Schindluder, erklärte der verfassungspolitische Sprecher, also der Fachmann dafür, ne, der Linken, Niyema Mofassat gegenüber LTO in einer ersten Reaktion. Der Parlamentarier regte sich auch über das Tempo auf, in dem die Koalition die Gesetzesänderung beschließen wird. Statt die Rolle des Parlaments und der Opposition ernst zu nehmen, legen sie montagmorgens dem Ausschuss Dutzende Änderungen an ihrem eigenen Gesetz als Tischvorlage vor. Das ist ein Stil, der die Legitimität von parlamentarischen Verfahren gefährdet und geeignet ist, noch mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu verspielen. Dann an dem Tag, bevor das dann im Bundestag verhandelt wurde, am Dienstag, 17.11., gab es nachmittags, spät Nachmittag um 16.50 Uhr von der FDP folgende Information. Die FDP wird dem neuen Infektionsschutzgesetz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie morgen im Bundestag nicht zustimmen. Trotz der in letzter Minute von CDU, CSU und SPD noch vorgenommenen Änderungen. Für uns ist der Handlungsspielraum der Regierung beim Eingriff in die Grundrechte unverändert zu groß, sagt der Fraktionsvorsitzende Christian Lindner. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Marco Buschmann, bemängelte, dass im Regierungsentwurf nach wie vor unklar sei, wann in der Pandemie welche Gegenmaßnahme ergriffen werden dürfte. Am wesentlichen Problem, an der Unbestimmtheit und damit an den Randdrängen des Parlaments, dem man einen Blankoscheck abnehmen will, ändert sich nichts. Und dann hat der IDEA-Pressedienst, am Dienstag, den 17.11., auch eine Meldung mit verschiedenen Kommentaren und Punkten dazu gebracht, zu dem Infektionsschutzgesetz. Und der IDEA-Pressedienst schreibt zunächst mal selbst, in einer von der Koalitionsfraktion überarbeiteten Neufassung, die dem ZDF vorliegt, also eine Neufassung, die dem ZDF vorliegt, schreibt IDEA am Tag vor der Abstimmung, ne, finden sich weitere Änderungen im Detail.
So ist eine Definition der epidemischen Lage von nationaler Tragweite neu eingefügt worden. Eine solche Lage muss demnach der Bundestag beschließen. Bei den möglichen Maßnahmen wird klargestellt, dass Demonstrationen oder religiöse oder weltanschauliche Zusammenkünfte nur dann beschränkt werden dürfen, wenn ohne diese Maßnahmen eine wirksame Eindämmung nicht gewährleistet werden könne. Und dann werden verschiedene Stellungnahmen dazu aufgeführt, beispielsweise von der Werteunion. Die konservative Basisbewegung Werteunion sieht in dem Entwurf verfassungsrechtliche Mängel und fordert Anpassung. Der Bundesvorsitzende der Bewegung, Alexander Mitsch, kritisiert, dass das geplante Gesetz Länder und Parlamente ignoriere und viele Begriffe nicht bestimmt würden. Mitsch, Rechtsstaat geht vor Infektionsschutz. Und jetzt kommt bei aller Kritik, die uns begegnet ist und aller Beschimpfung, die wir bekommen haben, ein Zitat von jemandem, der sehr ernstzunehmend ist und der, anders als bei uns vielleicht, bitte nicht zu beschimpfen und zu verunglimpfen ist. Kritik am Gesetzentwurf übt der frühere Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb. Das Gesetz lasse vieles im Unklaren, sagt Steeb der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um eine epidemische Notlage festzulegen? In der Pandemie gäbe es bisher weniger Tote als 2019 und 2018. Das Durchschnittsalter der an Corona Verstorbenen betrage 82 Jahre, während das Durchschnittsalter der 2019 Verstorbenen nur in Anführungsstrichen 79 Jahre gewesen sei. Steeb, das alles spricht dafür, dass es diese Notlage nicht gibt. Auch wann eine Infektion vorliege, sei völlig unklar, weil es keine normierten Testverfahren gäbe. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat nicht unbedingt eine Infektion. Die Kollateralschäden der Infektionsmaßnahmen seien größer als der Nutzen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist nicht nachgewiesen. Steebs Fazit: Eine Regierung, die solche Maßnahmen verordnet, darf man nicht noch mehr Handlungsspielraum geben. Dann folgen weitere Stellungnahmen hier von dem evangelischen Pfarrer Thomas Stiel, der darüber geschrieben hat. Der sagt, es ist notwendig, unsere Stimme für Gerechtigkeit und Freiheit, für die Wahrung unserer Grundrechte zu erheben. Denn diese sollen gerade in Windeseile aus den Angeln gehoben werden. Das Wächteramt der Kirche sei gefragt. Dann wird Thomas Hettinger von der Kornhaus-Stiftung zitiert, der den Bundespräsidenten angeschrieben hat und gebeten hat, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Dann kommt ein Finanzmakler, der gesagt hat, gerade Christen sollten am 18. November in Berlin gegen das Vorhaben demonstrieren. Und dann kommt eine interessante Stellungnahme des Wächterrufes. Der Wächterruf, der wirklich eine grandiose Arbeit macht, die wir extrem gut finden. Der Wächterruf hat in einem Sonderblatt zu der ganzen Sache nämlich geschrieben, dass aktuell das Bewusstsein wachse, dass im Zuge der weltweiten Vernetzung und Digitalisierung die Schaffung antichristlicher Strukturen bis hin zu einer Weltregierung immer näher rückt. Ja? Und Alexander Schlüter dann weiter: Der geistliche Kampf zwischen Licht und Finsternis wird weiterhin zunehmen. Schlüter ruft dazu auf, um göttliche Weisheit für unsere Abgeordneten im Umgang mit dem Grundgesetz, verbrieften Freiheitsrecht zu beten, sowie dafür, dass das Grundgesetz nicht angetastet wird. Ja, das sind einige der Stellungnahmen. Dann gibt es auch noch zwei, drei Sätze zu uns und unserem YouTube-Video. Wo war eigentlich das Problem für all diese Auseinandersetzung, für diese Stellungnahmen und das Ganze? Und wir haben natürlich erstmal, weil wir überwältigt waren von den Vorwürfen und der Kritik, das erstmal versucht, überhaupt rauszukriegen, was ist denn eigentlich los? Der mir vorliegende Gesetzesentwurf, um den es hier eigentlich geht, den findest du auf der Seite des Bundestages. Und der trägt das Datum 3.11.2020. Der Link ist unten zu finden. Ja?
Er hat den Titel Drucksache 19-23944 und das Dokument hat 44 Seiten. Das ist der Text, um den es geht. Gut. Den kannst du auch heute noch herunterladen und den kannst du auf der Seite des Bundestages auch sehen. Hier siehst du ein Bild, wie das aktuell aussieht und da ist das unmittelbar im ersten und auch im dritten Absatz direkt verlinkt. Wenn du also wissen willst, wie der Text heißt, dann gucken wir da an. So, aber scheinbar gab es immer noch einige andere Versionen. So ist beispielsweise im Bundesgesundheitsministerium folgender Text zu finden. Der ist undatiert, stammt vermutlich vom 28.10. und das Dokument hat 40 Seiten. Das ist nicht der Text, um den es geht. Der Link ist auch unten. Oder es gab das hier, was ja aus dem Justizministerium wohl stammt und wo das Gesetz vom Juli 2000 verlinkt ist. Vielleicht gibt es auch noch mehr Versionen. So viele von denen, die uns jetzt in sehr kritischer Weise angeschrieben haben, hatten einfach sich auf irgendwelche Texte bezogen, die aber scheinbar nicht die richtigen Texte waren. Die haben gegoogelt, irgendwas kam hoch und dann haben sie das gelesen und haben gesagt, wir würden lügen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese ganze parlamentarische Diskussion, die in diesem sehr kurzen Zeitraum von ja nur etwas mehr als 2 Wochen da gelaufen ist, was da diskutiert wurde und diese Anträge und das ganze Ding, ob das in einem öffentlich zugänglichen Text irgendwo publiziert worden ist oder was das für Texte sind. Ich habe mit jemandem gesprochen, der auf Landesebene in einem Ministerium arbeitet und der hat gesagt, nee, das wäre völlig unüblich, dass das so gehen würde. Normalerweise gibt es den Antrag, der da eingereicht wird, den Entwurf. Der wird verhandelt, bearbeitet auf parlamentarischer Ebene, zuletzt dann eben entsprechend abgestimmt und veröffentlicht. Und da wird kein Zwischenergebnis oder Änderung oder sowas, wird nach seiner Meinung nicht irgendwie öffentlich publiziert. Nun, ich kann das nicht beurteilen, wie das jetzt hier im parlamentarischen System funktioniert. Ich kann es nicht beurteilen, wie es in diesem speziellen Fall war. Aber ganz offensichtlich sind die Texte, auf die sich viele, vielleicht sogar alle der Kritiker beziehen, nicht ganz die richtigen gewesen. Die starke Verbreitung des Aufrufes sowie die positiven Reaktionen und auch die Heftigkeit der Kritik, wir hatten es schon gesagt, hat uns sehr überrascht. War ein bisschen wie so ein kleiner Shitstorm. Ne? Und die Vorwürfe waren immer wieder, ihr lügt, das ist die Unwahrheit, hättet ihr mal den Entwurf gelesen? Mehrere haben geschrieben, ich habe alle 38 Seiten gelesen. Ich konnte nichts finden. Ihr seid Lügner. Ihr habt nicht sauber recherchiert. Die Texte, um die es geht, ich weiß nicht, wie die auf die 38 Seiten kommen, aber das Dokument ist jedenfalls nicht dasjenige, um das es hier geht. Dieses Dokument, wie gesagt, du findest auf der Seite des Bundestages, hat 44 Seiten. Ja, vielleicht war es auch so, dass man dann untereinander diesen Vorwurf immer wieder abgeschrieben hat, ohne das wirklich zu prüfen und dass das dann eigentlich so rumging. Es gab Gemeinden, die wie gesagt dazu Stellungnahmen rumgeschickt haben und Warnungen und wie viel davon jetzt wirklich geprüft ist, das kann ich nicht beurteilen. So schrieben uns Beispiele, nur ganz wenige Beispiele, jemand, Ihre Aussagen in diesem Gebetsaufruf sind sachlich falsch und grob irreführend. Ihnen ist offensichtlich das Infektionsschutzgesetz, § 5, Vers 1, was immer da steht, nicht bekannt. Ich bitte Sie, Ihre falsche Sachbehauptung zu korrigieren und sich öffentlich für Ihre Unterstellung zu entschuldigen. Die Demokratie in Deutschland ist nicht von der Bundesregierung und nicht vom Bundestag bedroht, sondern von Lügen, wie sie von Ihnen verbreitet werden. Und dann ist da der Link angefügt und das ist genau der Link zu dem Gesetz aus dem Jahr 2000. Jemand anderes schrieb, es kann gar nicht genug Einschränkungen geben. Okay, auch eine Maßnahme, auch eine Sichtweise. Jemand anderes schrieb, leider werden in Ihrem Gebetsaufruf Fragmente aus dem Gesetzentwurf so verzerrt dargestellt, dass aus Licht Finsternis gemacht wird. Und in der Richtung hatten wir viele. Ja? So, wie gesagt, das muss man erstmal so ein bisschen verdauen. Was habe ich konkret gesagt? Ich habe gesagt, die Regierung könnte dann nach Gutdünken elementarste Grundrechte der Bürger einschränken,
Und dann habe ich gesagt, wie es in Artikel 7 des Gesetzentwurfs heißt. Nach Gutdünken. Genau das war einer der Vorwürfe, die dann bei der Änderung berücksichtigt worden sind. Weiter ging es dann. Artikel 7, Einschränkung von Grundrechten, habe ich vorgetragen. Durch Artikel 1, Nummer 16, 17 werden die Grundrechte der Freiheit der Person, der Versammlungsfreiheit, der Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt. Punkt. So, das steht da auch drin. Dann habe ich gesagt, der in seiner Kurzform auch Bevölkerungsschutzgesetz genannte Gesetzentwurf gleicht einem Ermächtigungsgesetz. So war die Formulierung. Nun, was mir nicht bewusst war, war, wie dieser Begriff Ermächtigungsgesetz für viele Leute wirkt. Weil die natürlich da eine Assoziation hatten im Jahr 1933, wo die Nazis mit einem Ermächtigungsgesetz oder mehreren, weiß nicht, eben sich da an die quasi in die Diktatur reingeführt haben. Gut, dann entschuldige ich mich für den Begriff Ermächtigungsgesetz. Ich hatte nicht die Absicht, diese Assoziation irgendwie hochkochen zu lassen, weil das war mir in dem Sinne nicht bewusst. Ich habe auch gesagt, es gleicht einem Ermächtigungsgesetz. Ich habe nicht gesagt, es ist ein Ermächtigungsgesetz. Andererseits muss man da natürlich auch wissen, manche Begriffe, da haben Leute einfach entsprechende Assoziationen, die andere nicht haben. Mal ein ganz krasses Beispiel. Der Begriff Stürmer ist im Dritten Reich extremst negativ belegt. Und trotzdem wissen wir, beim Fußball ist das ein Begriff, der ständig und ständig und ständig vorkommt. Ja, der Stürmer. So, das heißt, hier haben wir Assoziationen, die ganz unterschiedlich sind. Und deshalb einfach bitte an diesem Wort für alle, die sich darüber aufgeregt haben, nicht zu sehr festbeißen. Es war nicht meine Absicht, da irgendjemand zu brüskieren. Dann habe ich gesagt, so wird beispielsweise das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn, CDU, bei Vorliegen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite dazu ermächtigt, nach eigenem Ermessen am Parlament vorbei Rechtsvorschriften zu erlassen. Genau das war einer der Kritikpunkte und genau das wurde bei den Änderungen berücksichtigt. Würde der Bundestag diesem Gesetz zustimmen, so würde er sich damit quasi selber entmachten. Genau das war einer der Vorwürfe und genau das ist bei den Änderungen und nur bei den Änderungen dann erst berücksichtigt worden. Vielleicht ist es unglücklich von mir formuliert. Wie gesagt, ich bin kein Jurist. Aber genau die Kritiker haben genau die Punkte bemängelt und haben darauf hingewiesen. Ja? Weiter habe ich gesagt, insbesondere könnte die Regierung laut dem Grundgesetzentwurf Artikel 1 Nummer 17 folgende Schutzmaßnahmen verhängen. Ausgang oder Kontaktbeschränkungen, Betriebs- oder Gewerbeuntersagungen, Untersagen oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, Untersagen von religiösen Zusammenkünften, Reisebeschränkungen. Und exakt das und noch viel mehr steht in § 28a und das ist das, worauf sich nämlich dieser Artikel 1 Nummer 17 bezieht. Der kommt direkt anschließend. Weiterhin habe ich gesagt, völlig unabhängig von einer Impfung könnte die Bundesregierung im juristisch kaum definierten Fall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite all diese elementaren Grundrechtseingriffe zeitlich unbeschränkt, genau das war ein Kritikpunkt und wurde in der Änderung berücksichtigt, und ohne parlamentarische Kontrolle durch den Bundestag oder die Landesparlamente für alle verbindlich vornehmen. Auch das wurde in den Änderungen berücksichtigt. So, du musst bitte beachten, da gab es den Entwurf, der ist vom 3.11. Und der Entwurf stieß auf heftige Kritik von allen möglichen Institutionen, Politikern, Verbänden und so weiter. Ja? Und auch von vielen, vielen Bundestagsabgeordneten. Wenn es keine Bedenken gegen den Entwurf hatten, auf den wir uns bezogen haben, warum gab es dann all diesen Widerstand? Wenn das Dokument, ja, falsch war, warum gab es denn dann den ganzen Widerstand? So, aufgrund der ganzen Gegenbewegung, der Proteste, des Widerstandes und auch, da bin ich sicher, des Gebetes von Christen, ja, wurden eben genau diese Änderungen an den Kritikpunkten des Gesetzes vorgenommen. Das ist natürlich super positiv, die sind eingeflossen. So, das sind beispielsweise, dass alle Maßnahmen jetzt zeitlich zu befristen sind und zu begründen sind. Das ist, dass die Befugnisse der Regierung etwas beschränkt werden.
dass es gesetzlich festgeschrieben ist, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen von Corona-Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden müssen. Ja, dass soziale Isolation vermieden werden soll. Dass die Bundesregierung gesetzlich verpflichtet ist, den Bundestag regelmäßig über die Entwicklung der epidemischen Lage zu unterrichten. Ja, dass die fehlende Einbindung des Parlaments, das war einer der Hauptkritikpunkte der Opposition. Und da wurde dann eben darüber verhandelt während der 14 Tage. So, und präzisiert wurden im Gesetz auch die Voraussetzungen für die Verbote von Versammlungen, auch von Gottesdiensten, die ganzen Ausgangsbeschränkungen, Betretungsverbote und so weiter. Und das darf jetzt erst als zweite Stufe verhängt werden, wenn andere Maßnahmen nicht greifen. Und weißt du was? Das sind alles Änderungen an dem Entwurf, von dem wir gesprochen haben. Und es ist super gut. Das ist Halleluja-mäßig. Das sind genau die Punkte, die kritisch waren und wo in einem demokratischen Prozess einfach hier Änderungen vorkamen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Da sind wir ganz dafür. Von daher, es gab einige Leute, die haben gesagt, die haben uns angeschrieben, jetzt hat das ganze Beten und so weiter hat nicht genutzt. Wir haben da keinen Sieg errungen. Doch! All das, was wirklich wichtig war, ist doch geändert worden. Es ist jetzt nicht mehr in dieser Schärfe. Das Gesetz ist immer noch sehr kritisch zu sehen, zumindest von meiner Seite aus. Aber das Hauptproblem ist nicht mehr so. Innerhalb von diesen 2 Wochen, innerhalb von diesem ganzen parlamentarischen Prozess sind diese Dinge eingeflossen und sind die Dinge, die wirklich gefährlich nach meinem Dafürhalten waren, sind dankenswerterweise berücksichtigt worden. In dem Sinne war das ein wirklich guter, positiver, demokratischer Prozess. Ich schalte mich nochmal dazu. Ich möchte nochmal ein bisschen die Leute unterstützen, die jetzt wirklich sich auch konfrontiert gesehen haben mit bestimmten Aussagen. Und das sind schon Vorwürfe. Ich lese mal ein paar vor, damit ihr einfach wisst, um was es da eigentlich ging. Da haben Leute geantwortet auf diesen Link, der weitergeschickt wurde. Im Gesetz steht doch drin, dass es befristet ist. Das Gesetz ist super, die Änderungen sind nicht relevant und niemand bekommt Macht ohne Kontrolle. Oder, darauf habe ich ja gerade geantwortet. Genau. Oder die Regierung hat recht. Alles ist notwendig und die Regierung ist gut. Und wir haben eine gute Regierung im Vergleich zu China, Weißrussland, Nordkorea. Und ich habe Vertrauen in unsere Regierung. Also das ist natürlich schon steil, ne? Wenn man unsere Regierung mit diesen Regierungen, mit diesen Ländern vergleicht. Genau. Also da muss man sagen, ist nahezu jede Regierung auf der Welt gut. Also das ist keine schlaue Aussage. Ja, oder jemand hat geantwortet, ich bete dafür, dass das Gesetz genauso durchgeht. Dieser Gesetzentwurf ist eine Gebetserhörung und ich danke Gott dafür. Wir dürfen nicht gegen die Regierung agieren. Wir dürfen sie nur segnen. Unsere Rechte werden uns auch niemals weggenommen, denn Grundrechte kann niemand antasten. Unsere Grundrechte sind nicht in Gefahr. Oder Gott schützt uns. Wir brauchen uns um sowas gar nicht zu kümmern. Ja, das ist natürlich eine Haltung so Kopf-in-Sand-mäßig. Ja. Aber warum nicht, wer so denkt? Dann jemand, der wirklich so ein bisschen endzeitlich vielleicht orientiert ist, der hat geantwortet, ist doch gut so. Sonst kann Jesus ja nicht wiederkommen. Gott möchte, dass Verfolgung kommt. Wir haben als Christen Verfolgung zu erdulden und jetzt zu beten ist nicht richtig. Lasst laufen, damit sich die Prophezeiungen erfüllen können, denn ihr betet gegen die Offenbarung. Das ist für mich wirklich eine sehr kritische Sichtweise. Dann noch eine. Demokratie ist nicht von Gott. Nirgends in der Bibel steht, Kinder Gottes sollen für Demokratie kämpfen. Der Bezug zu China, Weißrussland und Nordkorea möchte ich dann unter dem Aspekt auch nochmal in Erinnerung rufen. Oder jemand schrieb, ihr habt Angst. Ihr macht Angst, ihr seid fanatisch, ihr seid stellt Bedrohungsszenarien auf und eure Musik macht Angst und das ist christliche Panikmache.
So, ihr seid das Problem, nicht die Regierung. Und dann hatte ich ja in diesem Aufruf für Gebet und Fasten von dem Buch Esther, von Königin Esther gesprochen. Und hier hat dann jemand geantwortet, bei Esther ging es um Leben und Tod und hier geht es nur um ein paar Freiheitsrechte. Und das andere, das letzte, was ich jetzt, dann höre ich damit auf. Bitte beachten Sie, welche Verantwortung Sie als Christen in großer Öffentlichkeit gegenüber denen haben, die unkritisch das aufnehmen, was sie von Ihnen hören. Exakt deshalb. Ja. Exakt deshalb, wegen dieser Verantwortung, die wir haben, deshalb haben wir diesen Aufruf gemacht. Genau. Das ist exakt der Punkt. Aber mir fällt noch eine Sache ein, ein Kommentar, den ich gelesen habe. Der war wirklich, wirklich speziell. Da hat jemand also geschrieben, hätte sich mit uns ein bisschen beschäftigt und so weiter und fände das eigentlich ganz gut. Aber dann, jetzt nach dem Aufruf, hätte sie mal genauer geschaut und sie wäre ja so entsetzt, das wären ja überall rechtsextreme Inhalte. Ach. Überall rechtsextreme Inhalte. Man sieht es doch überall schwarz, rot, gold. Das fand ich einen kernigen Kommentar. Schwarz, ja, rot, gold. Dazu muss man sich in Erinnerung rufen. Ist auch rufen. Auf dem Bundestag schwarz, rot, gold. Ist auch auf dem überall. Ja, die deutsche Fahne ist unsere schwarz, Fahne. Rot, gold. Schwarz, rot, gold ist ja unsere Fahne. Wenn und das schon als rechtsradikal gesehen wird, dann haben wir allerdings ein Problem. Und der Dienst von Gottes Haus, das, womit du dich über viele Jahre ja schon beschäftigt hast, ist ja genau dieses Gott und Deutschland um Gottes Willen und alle diese guten Bücher, ja, die wir haben. Bei uns geht es viel um Deutschland. Zum Thema Deutschland und die Berufung von Deutschland, das ist doch unser Herzstück. Ja. Und da wollen wir viel, viel mehr reindringen. Dafür beten wir auch. Genau. Nochmal ganz, um das Ganze nochmal abzurunden, dann sind wir auch gleich fertig. An diesem Mittwoch, dem 18.11., hat der Deutsche Bundestag dann das abgestimmt. Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das Gesetz wurde angenommen mit diesen besagten Änderungen, die es im ursprünglichen Entwurf nicht gab. Für den Entwurf haben 413 Parlamentarier gestimmt. Es gab 8 Enthaltungen und dagegen waren 235 Parlamentarier. Das sind 36%. Das ist über ein Drittel. Über ein Drittel der Parlamentarier hat dagegen gestimmt. Also bei allen, die uns jetzt nochmal den Vorwurf gemacht haben, würde ich sagen, waren das auch rechtsradikale Verschwörungstheoretiker, Fanatiker oder Leute, die den Gesetzentwurf nicht gelesen haben? Hm. Bitte, mit den Vorwürfen muss man etwas vorsichtiger sein. Ja, ein bisschen dezenter. Etwas dezenter. Ne? So, stimmt. Es gab eine namentliche Abstimmung. Das heißt, stimmt. Wer sich da geoutet hat, der musste schon etwas Mut haben, sofern er zu den Regierungsparteien gehörte. Das haben im Kreise der CDU-CSU 8 Abgeordnete gemacht. Die haben bei der namentlichen Abstimmung sich dagegen gestellt, haben gesagt, nein, da können wir nicht mitgehen. Dann hat ein Abgeordneter der SPD und eine Abgeordnete, eine Frau, glaube ich, war es, bei Bündnis 90 der Grünen dagegen gestimmt. Die haben gesagt, nein, das ist etwas, das können wir nicht mittragen. Alle Abgeordneten der AfD, alle Abgeordneten der FDP, ein großer Teil der linken Fraktion sowie einige fraktionslose Mitglieder des Bundestages haben dagegen gestimmt. Wie gesagt, um die 36%, die einfach gesagt haben, das nicht. Und das war schon die überarbeitete Version. Genau. Ne? Mhm. So, noch am gleichen Tag, und das ist dieser Vorwurf, dass das so durchgepeitscht worden ist, so super schnell. Warum eigentlich? Ja, noch am gleichen Tag wurde der Bundesrat einberufen, hat das Gesetz gegengezeichnet und es erfolgte die Unterzeichnung auch durch den Bundespräsidenten. Mhm. Genau. In diesem Sinne war das wirklich eine für uns sehr, wie soll ich sagen, eine Offenbarung, wie die Dinge in unserem Land sind. Unser Interesse ist es, zu schauen, was ist in der Christenheit in Deutschland, wo sind wir positioniert, und wir sehen, dass es in diesem ganzen Thema mittlerweile um eine persönliche Überzeugung geht. Ja, fast eine Glaubensfrage. Es ist wirklich dieses Ding, glaube ich alles, was in den Medien gesagt wird, geschrieben wird, gezeigt wird, Bilder geleitet werden, glaube ich das? Habe ich da keine Fragen, ob das stimmt oder
welche Ziele dahinter sein könnten. Und das ist eben für uns eine wirklich echte Gebetsarbeit jetzt noch weiter. Wir wollen weiter in dem beten, dass wir stehen für unser Land, dass wir wirklich wachsam sind. Letztlich auch in den Gemeinden und in Werken und teilweise sogar in bis in Familien rein, in Freundschaften hinein. Letztlich geht es um die Frage der persönlichen Überzeugung. Ja. Ich sag's mal so, bin ich pandemiegläubig oder bin ich pandemiekritisch? Bin ich regierungsgläubig oder bin ich regierungskritisch? Ja. Bin ich mediengläubig oder bin ich medienkritisch? Ja. Das ist der eigentliche Punkt, um den es hier geht. Und da gibt es Leute, die stehen auf der einen Seite, völlig legitim, und es gibt Leute, die sehen das Ganze eben kritisch. Und das ist genauso legitim. Ja. Und die eine Gruppe hat nicht das Recht, die andere quasi zu verteufeln wegen dieser Sichtweise. Ja? Und wie viel auch immer jetzt sich das gewichtet sein mag, wichtig ist für uns, ja, dass wir, die wir eindeutig auf der Seite der Leute stehen, die das sehr kritisch sehen, ja, dass wir einfach weitergehen und sagen, wir wollen hier, dass in diesem System hier in Deutschland sich nochmal ein Gnadenfenster öffnet, Erweckung kommt, dass Millionen von Menschen gerettet werden. Der Wächterruf hat von diesem endzeitlichen Ding gesprochen, von diesem Eine-Welt-Regierungsding, was sich da zusammenbaut. Wir beten dafür, dass der Herr ein Gnadenfenster öffnet, dass noch viele, viele, viele Millionen Menschen in den Dingen, in die wir hineinkommen, in den Erschütterungen, in den Umwälzungen, die auf uns warten, dass wir da wirklich als Christen stehen und die Hand ausstrecken, um Menschen zu retten. Und das ist unser Fokus. Ja. Und wir wollen vom Maurer von Breschen sein. Wir wollen wirklich die Leute rufen zum Leben mit Christus, zu einer Hingabe an das Reich Gottes. Und da sind wir wirklich unterwegs. Genau. Und der Gebetsaufruf hat auf jeden Fall Frucht getragen. Ja. Das, was ursprünglich geplant war, kam nicht so durch. Ja. Auch wegen dem Gebet, auch natürlich wegen vielen anderen, die sich entsprechend da geäußert haben. Und von daher sind wir jedem dankbar, der mit uns gegangen ist. Genau. Und ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja. Bleibt weiter im Gebet für Deutschland und wir danken euch von ganzem Herzen. Genau. Und der Spruch, dieser Satz von Gottes Haus heißt: Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Yes. Ciao, Blessings.